Ups. Entschuldigung, dann bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ich war in der Aufnahme und habe 2 mm zu weit hochgetrieben. Es sollte kein Stream sein. Ich dachte, ich hätte die ganze Zeit schon Aufnahme gemacht. Ich Vollidiot. Ich weiß gar nicht, wie lange ich live bin. Oh mein Gott. Ja. Ich wollte eigentlich sowieso bald aufhören, weil morgen wieder Arbeit ist. Entschuldigung. Macht's gut. Da habe ich die ganze Zeit irgendwas gemacht und war dann irgendwie live. Das war nicht so super. Oh Mann. Ja. Ja, ne? Gut. Rost verletzt. Gut, Entschuldigung, wir haben eigentlich nur einen Unterschlupf gefunden und dementsprechend haben wir jetzt nicht viel gemacht. Ich habe mich an Dingsbums vertan. Bedeutet, ich wollte eigentlich die Aufnahme machen und bin aus Versehen online gegangen. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, es wird dann der letzte Part. Glaube ich aktuell auch nicht. Dementsprechend.
gut. Aber warum sind die Feuerreißhörner hier gestorben? Das kriegen wir aber hin. Hier ist sonst nichts, ne? Also ich sehe jetzt keine Gefahr oder so. Aha. Das ist wunderschön. Wo? Kanistersteinwerfer, du hast halt nichts Besonderes, ne? Nächstes Mal überzeuge ich dich von einem Kauf. Nur zu, können wir reden? Ich bin Nikota. Du bist Aloy, richtig? Ich hörte, du hast Regala von der Kulrut vertrieben. Warum hör ich mich? Ich dachte, du könntest mir helfen. Und dem Dorf. Was ist das für ein... Im Westen fanden unsere Leute immer Zuflucht vor Panzerwanderern und Kletterkiefern. Doch jetzt lauern diese Mördermaschinen hier. Auf jeden Fall Krallenschreiter. Und ich habe Gerüchte über Schlimmeres gehört. Früher hätte ich Marschall Chikata um Hilfe gebeten. Doch er wurde erfahrlicht getötet. Jetzt bin ich alleine und es gibt nicht mehr genug erfahrene Soldaten. Was denkst du? Hast du Lust auf eine Jagd? Ich bin dabei. Ja. Komisch. Chikata sagte dieselben Worte auf dieselbe Art. Ein gutes Omen, denke ich. Klar. Am Rande des Waldes, im Westen. Wir werden jagen. Ich freue mich auf die Gesellschaft. Mhm. Wollen wir machen. Ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, einfach wie so ein Bekloppter hier runter zu stürmen. Rahmen.
Wie, hier war ich schon. Noch. Da ist Dakota. Bereit für die Maschinenjagd. Ja. Hey, Leute. Hier. Schön, dass du hier bist. Der Ort, an dem meine Leute Rettung suchen, ist nah. Und so sind die Maschinen. Folg mir doch bitte. Geh voraus. Ich habe als Junge in diesem Wald gejagt. Und als die Clans im Krieg waren, haben Chikata und ich ihn vor den Tiefländern beschützt. Eine der wenigen Schlachten, die Hikaru verlor. Hast du nicht gesagt, Chikata war ein Marshal? Ja. Später respektierte er Hikarus Traum eines vereinten Stammes und war freiwillig bei der ersten Kulrot. Ich war traurig, als er den Clan für den Häuptling verließ. Er kam häufig zurück, weil jedes Mal Brot war. Ob es wohl noch da eine Brutstätte mit Überbrückungsdaten für Sie da gibt? Deine Fähigkeiten sind bekannt. Ich folge dir. Sei vorsichtig. Da könnten mehr sein. Alles klar. War jetzt. Nicht so eine schlaue Idee. Waren die Gerüchte wohl wahr? Au! Ja! Thank you.
Sänger ist der Richtige. Das nenne ich einen Kampf. Ganz bisschen übertreiben. Aber nur ein wenig. Ja, gut, ne? War jetzt keine Glanzleistung, aber... Warum eigentlich nicht? Gut gekämpft. Besser als jeder Marshall. Besser sogar als Shikata. Ihr zwei... Wart ihr mehr als Freunde? Ja. Aha. Wenn er das Dorf einen Auftrag des Häuptlings verließ, tat es jedes Mal weh. Und jetzt ist er für immer fort. Er hat dir viel bedeutet. Das tut mir leid, Ikota. Muss es nicht. Du hast viel für das Dorf getan und deinem alten Soldaten Trost gespendet. Hier, nimm das. Du verdienst es. Du bist jung und stark, hast viele Siege vor dir. Doch vielleicht kommst du irgendwann zurück. Und wir können nochmal jagen. Ich bin dabei. Na dann. Guter Mann. Doch, cooler Typ. So, die Frage ist, wo will ich als nächstes hin? Dahin muss ich... Feuerkletterer-Areal. Bleibe ich erstmal da. Sind wieder die Affen unterwegs. Hier ist noch ein unbekannter Rebellenaußenposten. Das mal bringt hier nicht viel. Was zum Geier? Thank you.
Wollt ihr mich verarschen? Immer so viele. Volle Kanne in seinen Arsch. Ich weiß nicht, was da los ist, aber seitdem ich meinen Controller mit Dingsbums angeschlagen habe, ja, haha, warum nicht gleich teleporten? Ein bisschen übertreiben, finde ich jetzt. Aber das habe ich schon öfters gesagt. Ich habe aber gut Metallscherben. Ich weiß nicht, ob es davon kommt. Oder woran?
So. Den Rebellen-Außenposten mache ich noch. Wie lange sind wir denn schon unterwegs? Knapp 30 Minuten sollte ausreichen. Noch ein Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Maschine ist zäh. Säure bringt hier nichts. Was ist denn hier los? Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Das ist ja echt übel. Ciao.